Die Trauer hinterlässt manchmal wirklich Leere, so wie in diesem Bilderrahmen, wo plötzlich nichts mehr drin ist. Mit einem Jenseitskontakt können wir schauen, dass wir dort wieder ein bisschen mehr Farbe, Licht und Heilung hineinbringen. Das ist das Ziel von einem Jenseitskontakt. Es geht nicht darum, dass ich mich beweisen muss, dass das funktioniert und so weiter. Es geht nicht darum, dass wir sehen, na cool, sondern es geht hier um Heilung. Ein Jenseitskontakt ist für Menschen, die jemanden verloren haben, der in die geistige Welt gegangen ist. Das kann ein Partner sein, ein Kind, seine Eltern, Großeltern. Einfach ein Mensch, der einem ganz, ganz nah am Herzen ist. Diese Trauer ist eine Zeit, die nicht einfach ist. Hier kann ein Jenseitskontakt helfen, die Trauer ein bisschen leichter zu erleben, vielleicht auch eine neue Form des Verständnisses zu finden. Denn ich bin der Überzeugung, dass Verstorbene nicht einfach weg sind. Sie sind immer noch irgendwie hier um uns herum, ihr Geist, ihre Seele. Das Einzige, was nicht mehr da ist, ist der Körper. Und das ist eine Tatsache und das ist auch das, was extrem schmerzt. Denn wir können nicht mehr einfach mit dieser Person sprechen, wir können sie nicht mehr berühren, wir können sie nicht mehr direkt fühlen. Mit einem Jenseitskontakt kann ich helfen, dieses Gefühl oder diese Berührung, diese Begegnung nochmal herbeizuführen. Auf eine feine Art, auf eine sanfte Art. Beim Jenseitskontakt werde ich zuerst die Person aus der geistigen Welt, die verstorben ist, ganz genau beschreiben. Das ist mir wichtig. Das heißt, ich beschreibe, wie sie ausgesehen hat, welchen Beruf sie gemacht hat, wie sie gewohnt hat, welche Hobbys sie gehabt hat, die Familienkonstellation und so weiter. Und erst wenn es für dich ganz klar ist, das ist jetzt meine Mutter, das ist mein Vater, das ist mein Kind, erst dann werde ich dir auch Botschaften übermitteln. Und auch du erhältst dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Dinge zu klären, die für dich noch offen sind. Du erhältst die Möglichkeit, dich vielleicht nochmal zu verabschieden oder überhaupt zu verabschieden, wenn das nicht mehr möglich war. Ich freue mich, wenn du mir das Vertrauen schenkst und zu mir in eine Sitzung kommst. Ich möchte mir die Zeit nehmen, um auch eben für dich da zu sein. Ich freue mich, dich zu sehen und dass wir gemeinsam dieses leere Bild wieder ein bisschen mit Leben füllen.